Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, euch heute dabei zu haben bei diesem Webinar Stärke dein Immunsystem. Und ich denke, wir haben das alle gesehen, dass das Gesundheitswesen an die Grenze kommt oder man sagt es zumindest so. Umso wichtiger ist es, dass du selbstverantwortlich schaust, wie dass du dein Immunsystem selbstständig stärken kannst. Davon handelt dieses Webinar und ich freue mich, dich in der nächsten Stunde hier begleiten zu können. Für diejenigen, die noch nicht kennen, wie das Ganze geht, habe ich hier eine kurze Erklärung. Weil ich werde dich interagieren lassen. Du wirst mitmachen können oder müssen. Und deswegen ist es gut, dass du weißt, wie das geht. Ich habe hier den Cursor, diesen roten Punkt. Du hast ein Händchen. Dort kannst du, wenn du draufklickst, gibt es verschiedene Optionen. Ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. Und wenn mir schon mal ein paar ein Daumen nach oben gehen, dass die Technik läuft, dass der Sound gut verständlich ist. Ich kriege da auf dem Chat einen Hinweis aus Deutschland. Ich kann dich nicht hören. Nadja, mach den Daumen hoch. Ich brauche noch mehr Rückmeldungen. Also wer kann mich nicht hören? Bitte kurz rückmelden. Das muss dann auf deinem Rechner liegen, Jennifer. Ich hoffe, dass das dann noch geht. Also falls es dann weitergeht. Da bin ich froh. Technik muss funktionieren, sonst können wir uns nicht gut austauschen. Das wäre mal schon wichtig. Alles gut, laut und deutlich. Ich höre gut. Also kommt dort. Und ich denke, Jenny wird das auch noch hinbekommen, dass das möglich ist. Das ist das eine. Also man kann über dieses Händchen Rückmeldung geben. Einige haben schon versucht. Man kann hier auch auf das Fragezeichen drücken. Es kann sein, dass ich nicht jedes sehe. Wenn jemand eine Frage hat, bin ich froh, entweder über dieses Händchen oder am besten noch fast über den Chat, dass ich das sehe. Dann gibt es diesen interessanten Pfeil, den Mauspfeil, wenn du dort mal draufklickst, und zwar nicht auf meiner Folie, sondern weiter drüben rechts, also dort gerade neben dem Bild. Ja, einige sehen das, das heißt, man kann den roten Punkt nehmen und versuchen, sich dort zu fangen. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann man den Stift nehmen. Das wäre dieses Werkzeug. Wenn du jetzt auf den Stift wechselst, der klappt auf, wenn du oben rechts auf diese Werkzeugtaste gedrückt hast. Also zuerst oben rechts. Nicht hier auf dem Bild, sondern weiter oben rechts, dort, wo ich bei dir, deinem Bildschirm keinen Zugang habe, neben meinem Bild. Und zwei haben zumindest schon mal das ge gesehen. Mega cool, super. Das funktioniert dann schon bei einigen. Und das Letzte ist, das für mich heute wichtig ist, ist das Textwerkzeug. Wenn du hier, ah, schöne Blume, danke. Danke für die Blumen. Wenn du das Textwerkzeug anklickst, kannst du auch etwas reinschreiben. Und wie gesagt, nicht hier auf der Folie. Die Folie, die dient nur dazu, dass ich dir zeigen kann, was wo stattfindet. Du musst das hier weiter drüben rechts finden. Also das da, was du hier siehst, wirst du weiter drüben rechts finden, wenn du auf die Tasse geklickt hast. Das ist das Wesentliche. Zuerst die Tasse anklicken, dann klappt sich dieses Farbmenü auf, dann kannst du das Text- oder das Strichwerkzeuge vornehmen. Einige haben auf jeden Fall schon mal ein Hallo reingemacht. Das sieht doch schon mal zuversichtlich aus. Wenn ich noch ein paar andere Texteinschübe bekomme, gut, super. Das scheint zu klappen. Ich kann dann manchmal auch etwas verschieben, wenn es nötig ist. Guten Abend. Hallo Dominik. Danke. Freut mich. Huhu. Jetzt klappt's. Jenny, wenn du mir noch kurz sagen kannst, ob du jetzt den Ton verstehst oder ob dort etwas nach Deutschland nicht gut geht, dann bin ich froh, wenn du mir kurz Rückmeldung geben kannst. Also, das scheint zu klappen. Du wirst sehen, das wirst du dann gleich brauchen.
Jetzt geht's. Dankeschön, das beruhigt mich. Dann mache ich einen Wechsel auf eine Präsentation, die ich für dich vorbereitet habe. Und ich finde es schön, wenn wir mal uns wie zusammen Gedanken machen können über das Immunsystem. Ich habe mir da den Spaß gemacht, die Nahrungsmittel direkt in die Blutbahn hineinzuzeichnen. Um das geht es. Was kommt täglich durch deinen Magen in deinen Organismus rein? Das ist das, was das Immunsystem stärkt oder entsprechend schwächt. Und dem wollen wir heute na Abend nachgehen. Und ich habe viele Hilfsmittel für euch zusammengestellt. Ihr könnt, wenn etwas wichtig ist, einen Screenshot machen. Den müsste ich euch noch kurz mal zeigen, habe ich vorhin vergessen. Der Screenshot ist hier. Wenn du etwas Wichtiges hast, dann kannst du wenn ich es dann treffe, auf diesen Fotoapparat klicken. Dann wird Folie für Folie, die dich interessiert, wirst du in einem Ordner abgespeichert bekommen. Das ist also auch möglich. Wenn etwas Wichtiges gezeigt wird, nutze die Möglichkeit. Ich mache von dort her, lasse ich das immer offen. Wenn du den Fotoapparat offen hast, den kriegst du offen, wenn du die Werkzeugkiste, diese Tasse zuerst angeklickt hast, dann kommt, klappt sich das aus. Und dann hast du die Werkzeuge vor dir. Also zuerst auf die Tasse klicken. Dann sollte das funktionieren. Dann wechsle ich jetzt wieder auf die Präsentation. Ich bin zu froh, wenn nicht zu viel reingezeichnet wird, oder ich würde es dann sagen, weil es doch auch etwas ablenken kann, damit ich sehe, was ich mache und was die anderen machen. Hey, schön. Also, es geht los. Schnall dich an. Der Anfang für mich, der ganz wichtig ist, da gab es eine wissenschaftliche Kontroverse zwischen Louis Pasteur, ein bisschen jünger als Antoine Bechant. Sie waren Kollegen, sie waren auch befreundet, haben da am Anfang zusammen geforscht und ihre Wege haben sich dann geteilt. Und das Interessante, das wir sehen können, ist, hier Louis Pasteur, er war überzeugt, dass die Krankheit von außen kommt. Also Bakterien und Viren lösen Krankheiten aus. Und er hat dann versucht, diese zu erhitzen, zu desinfizieren, zu pasteurisieren etc., zu töten, um Gesundheit herzustellen. Also das war die Devise von Louis Pasteur. Antoine Béchamp, seinesgleichen, hat dann gesagt, nee, du irrst dich, Louis, das ist nicht der Weg, den wir beschreiten sollten. Er vertrat die Meinung, dass Krankheit von innen kommt. Ein ausgewogener Stoffwechsel und ein gutes Immunsystem verhindern Krankheiten. Also kein Kampf gegen Viren und Bakterien, sondern das Immunsystem aufbauen. Und das ist dann das, was ein Leben lang Louis Pasteur beschäftigt hat. Und erst auf dem Sterbebett gab er offensichtlich dem Béchamp recht, indem er diesen berühmten Satz gesagt hat: Die Mikrobe ist nichts. Das Milieu ist alles. Also alles, was er eigentlich erforscht hat, ein Leben lang, hat er auf dem Sterbebett über den Haufen gekippt, hat gesagt, Béchamp hat recht. Es geht darum, dass wir unseren Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen, unser Immunsystem selber aufbauen. Dann kommt's gut. Und das ist das, was wir heute in den wichtigsten Stationen sehen werden. Ich habe aber am Anfang habe ich etwas, was mir ganz wichtig ist. Wenn du jetzt das Textwerkzeug nimmst und dann schreibst, welche Symptome du in letzter Zeit öfters gehabt hast, also nicht mit dem Cursor, sondern zuerst auf die Tasse klicken, dass das Textwerkzeug erscheint und dann schreibst du zum Beispiel Husten. Das ist jetzt von mir. Ich nehme an, einige haben das. Das kann man irgendwo auf der Höhe reingeben, wo es ist. Für mich spannend zu hören, zu lesen, wer was für Symptome gehabt hat. Also, wenn es nicht geht, kann man es auch in den Chat reinschreiben. Dann kann ich es dort sehen. Für mich ist wichtig, dass ich dich begleiten kann, indem dass ich weiß, wo der Schuh drückt.
Also nimm das Textwerkzeug. Ungewohnter Stimmverlust. Spannend. Schnupfen. Knieschmerzen. Da ist etwas, okay, da ist nochmal ein Husten gekommen. Den wollen wir ein bisschen verschieben. Da gibt es bestimmt noch andere. Dort ist beim Kreuz etwas eingezeichnet worden. Ich nehme an, dass das Kreuzschmerzen sind. Magenklemmen. Okay, der Magen, das ist ein wichtiger Teil. Auf das kommen wir zurück. Mühsames Schnaufen. Druck auf Lunge, ganz ein wichtiger Teil. Nehmt das da auf die Lungenhöhe. Verdauung als Schwierigkeit. Gibt es noch andere? Lendenwirbel, also Schmerz auf dem Lendenwirbel, kommt da über den Chat. Konzentrationsschwierigkeiten, das mache ich mal zum Kopf hoch. Magenklemmen, schauen, ob ich da alles bekommen habe. Lungen- und Bronchienbeschwerden, also Husten, Lungen. Ich werde etwas darüber sagen, ist ganz ein wichtiger Teil. Der Magen kommt noch einmal, den machen wir mal da zur Verdauung rüber. Also das sind einige Teile. Lenden ist noch einmal gekommen. Das ermöglicht mir, Durchfälle, ganz ein wichtiger Teil, auf das komme ich auch heute zu sprechen. Gut, dann habe ich so ein bisschen die Themen, falls nötig kann ich auf das zurückgreifen. Ist gut, ich versuche das im Kopf zu halten, damit ich darauf Bezug nehmen kann. 80% des Immunsystems liegen im Darm und das wird sehr schön ausgedrückt über dieses chinesische Sprichwort, mit dem ich beginnen möchte. Was der Darm nicht ausscheidet, scheidet die Lunge aus. Aha, jetzt haben wir relativ viele Lungenbeschwerden. Auch über die Medien gehört, was da passiert. Also funktioniert vielleicht etwas mit dem Darm zuvor schon mal nicht. Was die Lunge nicht ausscheidet, scheidet die Niere aus. Das ist die nächste Stufe. Was die Niere nicht ausscheidet, scheidet die Haut aus. Also wer das vielleicht schon einmal gehabt hat, eben dass die Haut sich öffnet und dann Eiter rauskommt, das ist ein Ausscheideprozess, der von der chinesischen Medizin als sinnvoll betrachtet wird. Und die Chinesen würden das nie zumachen. Das heißt, sie würden dies nicht verschließen, sondern sie versuchen das zu fördern, dass die Ausscheidung über die Haut dann stattfinden kann. Denn der letzte Satz, was die Haut nicht ausscheidet, daran stirbt man. Also wir haben so von den Chinesen wie ein vierteiliges Ausscheidungssystem. Und am Anfang steht der Darm. Und der Darm ist jetzt in Bezug auf das Immunsystem ganz wichtig. Wenn man weiß, das ist auch von der westlichen Medizin, 80% des Immunsystems liegen im Darm. Es ist ganz wichtig, dass der Darm in einem guten Zustand ist. Und wir haben eigentlich zwei Entgleisungen, die oft geschehen können. Also die normale Entgleisung. Klar, es gibt auch noch heftigere Darmerkrankungen. Aber bevor eine heftigere Darmerkrankung kommt, gibt es entweder Verstopfung oder es gibt Durchfall. Die Tendenz zu hartem Stuhl oder zu weichem Stuhl, könnte man auch sagen. Und gleich vorab, wer etwas notieren möchte, wer also relativ oft eine Verstopfung hat, dort fehlt es am Gemüse. Das braucht viel mehr Gemüse auf dem Teller, da weiß man es schon. Wenn hingegen Durchfall stattfindet, viele kennen den Trick mit dem Reis, Reis mit Salz und Zitrone ist gut bei Durchfall. Letzten Endes geht es um Mangan. Reis ist ein Nahrungsmittel, das Mangan auch enthält. Mangan kann man auch über einen ungesüßten Kakao reinbringen. Das werde ich am Schluss zeigen, wie das geht. Man kann Mangan sehr gut über getrocknete Heidelbeeren reinbringen. Weil wenn Durchfall ist, sollten wir nicht unbedingt Früchte viel essen, sondern dann eher, wenn Früchte, dann in einer getrockneten Form oder in einer gekochten Form. Also die Heidelbeeren, die getrockneten, die es in der Drogerie zu kaufen gibt, die sind wichtig bei Durchfall auszuprobieren. Kann man aber auch mit dem Kakao machen. Das schon mal vorab, weil der Darm eben wichtig ist. Wir sehen hier übrigens, das gibt ganz verschiedene
wichtige Teile für die Verdauung. Wir sind hier im Mundraum und haben bereits zwei Drüsen. Die eine ist für die Kohlenhydratverdauung, die andere ist für die Eiweißvorbereitung. Dann geht es über die Speiseröhre in den Magen. Im Magen geht es dann in den blauen Zwölffingerdarm, in den Dürrendarm. Hier geht es rüber in den Dickdarm und hier kommt dann der Stuhlausgang. Allerdings haben wir jetzt da noch die Leber, die über die Gallenblase Gallensäfte reinbringt. Und wir haben den Pankreas, der auch ganz wesentliche Enzyme liefert, damit die Verdauung funktioniert. Und das ist alles ein Zusammenspiel. Das muss funktionieren und dazu gibt es eine sinnvolle Ernährung, die ich erklären will. Ich beginne aber zuerst mit dem Magen, der ganz wichtig ist. Und wenn wir einen Verlauf von der Magensäure durch den Tag anschauen, haben wir am Morgen zwischen 7 und 9 den Höhepunkt des Magens. Hier hätten wir die Möglichkeit, die Magensäure am stärksten werden zu lassen. Am stärksten heißt, wir können dort die Eiweiße am besten verdauen. Der Morgen ist von dort her, und das mag ganz viele erstaunen, eigentlich die sinnvollste Tageszeit, um Eiweiße, tierische Eiweiße aufzunehmen. Das kann ein Ei sein, das kann Käse sein, das kann ein Fischfilet sein, das kann Fleisch sein, das kann Wurst sein. Also tierische Eiweiße, vegetarisch oder nicht vegetarisch. Für Veganer wird es hier dann etwas schwieriger. Wenn wir hier Eiweiße reingeben, trainieren wir die Magensäure. Und das ist genau das, was geschehen soll. Die soll am Morgen relativ stark in die Höhe. Das ist entscheidend für dein Immunsystem. Wenn du dich daran gewöhnt hast, kein Frühstück zu dir zu nehmen, das ist ganz wichtig, hast du dir eine Gewohnheit angeeignet, die dein Immunsystem herunterfährt. Du bist anfälliger, auch im Alter dann für Krankheiten. Deshalb hier schon mal zu Beginn. Hier sollten wir die Magensäure trainieren. Wenn du ein intaktes Immunsystem willst, musst du schauen, dass du zum Frühstück, auch wenn es nicht viel ist, etwas tierische Eiweiße reinbringst. Ob das nun ein halbes oder ein Viertel Ei ist, ein Stück Käse oder halt möglichst Hartkäse oder hat vielleicht ein Teil Forellenfilet oder ein bisschen Wurst oder für die Kinder gerne natürlich Salami oder ein Spiegelei mit Speck. Du musst schauen, was du verdauen kannst. Aber hier muss das Training beginnen. Du trainierst deine Magensäure. Das ist wie bei einem Muskel. Wenn du jahrelang kein Frühstück gehabt hast, dann beginn bitte nicht mit zwei Spiegeleien und vier Scheiben Speck. Das wird dir nicht gut bekommen. Du musst sachte einsteigen mit dem. Und das ist wirklich die sinnvollste Zeit, wenn man noch Fleisch isst, ist das die sinnvollste Zeit zum Frühstück, weil man dort am meisten davor von in den Körper einschleusen kann. Also die Aminosäuren auseinander nimmt, dass du sie für deinen Körper nutzen kannst. Dann haben wir das Mittagessen. Dort haben wir schon weniger Magensäure zur Verfügung. Du siehst, der Berg geht nicht mehr so hoch, die Kurve schnell nicht mehr so in die Höhe. Und wichtig ist, dass wir aber dort die Magensäure etwas anregen können. Das werde ich zeigen, wie das geht. Und am Abend haben wir die kleinste Magensäure. Die hat nicht mehr viel Säure in sich. Und dort schweres Essen zu sich zu nehmen, gibt eigentlich über Nacht eine Lebervergiftung. Die Leber ist das, kann damit umgehen, aber wenn das ständig ist, ist es eine Schwächung deines Immunsystems. Wenn du also am Abend ein Fondue isst, hast du über Nacht ein Problem. Ich komme auf das zurück. Und du wirst, wenn du ganz ehrlich bist, sehen, nach jedem Abendessen mit einem schweren Fondue, mit einem Raclette oder mit einem Schweinsbraten oder mit rotem Fleisch, wirst du am Morgen kein wirklich waches Gehirn haben. Also du hast nicht die Denk- und Leistfähigkeit.
die du sonst hättest, wenn du anders isst. Ich werde dir zeigen, was das heißt, wie dass du das machen kannst. Gut. Dann ist wichtig, je stärker die Magensäure, desto besser das Immunsystem. Und hierzu muss ich einen großen Irrtum, fast ein Paradox, euch sagen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe immer saures Aufstoßen. Und das Paradox dazu ist, dass das saure Aufstoßen eine schwache Magensäure ist. Weil wenn die Magensäure zu schwach ist, kommen vom Zwölffingerdarm Milchsäurebakterien in den Magen rein. Milchsäurebakterien machen eine in etwa Verdauung über einen Gärprozess. Und das wissen wir alle, eine Vergärung gibt Gase, vor allem CO2. Und das gibt dann einen sauren Schaum. Und dieser saure Schaum, der drückt dann in die Speiseröhre hoch. Und das ist dann dort, wo es dieses brennende Gefühl gibt. Also wenn du öfters saures Aufstoßen hast, der Arzt sagt dir dann vielleicht, du hattest Reflux. Hat das damit zu tun, dass deine Magensäure zu schwach ist? Dann musst du die trainieren und die trainierst du mit dem Frühstück, nicht mit dem Nachtessen. Das musst du beim Frühstück. Du gehst mit dem Frühstück ins Krafttraining deines Magens. Und die Dosierung musst du rausfinden. Ist es ein kleines Stück Käse oder kannst du dir gleich einen halben Teller Käse abschneiden? Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Du spürst es, wie du dann drauf bist später. Also, das ist ein wichtiger Teil. Und jetzt schauen wir, wie die Magensäure bei den meisten eigentlich reduziert wird. Also da kommt der Teil, wie wir uns normalerweise schwächen und damit das Immunsystem schwächen. Das ist ein Frühstück mit Zucker, ob das nun Konfitüre ist oder die edlere Form von Zucker, Honig oder die Fruchtzuckervariante mit Früchten und Säften, ist sekundär. Zucker ist Zucker und reduziert deine Leistung wirklich gut zu verdauen und die Magensäure zu trainieren. Auch ein Joghurt dämpft deine Magensäure. Es dämpft die Verdauung und du kriegst über kurz oder lang mit Joghurt-Frühstück Vitamin D-Mangel. Und alle die im Winter jetzt, sei das nun ein Corona oder ein anderen Virus aufgenommen haben, die haben zu wenig Vitamin D gehabt. Das erkläre ich gleich später, weshalb dieses Vitamin D so wichtig ist. Und dann die Birchenmüsli-Esser. Ich sage es gleich ganz offen, ich habe auch dazu gehört und ich war stolz auf meine spezielle Mischung, habe gesagt, meine ist die beste. Und ich hatte wirklich viel Kraft nach dem Birchenmüsli, allerdings Kohldampf sondergleichen um 11 Uhr. Wichtig ist zu wissen, langfristig gibt Birchenmüsli zum Frühstück Vitamin D, Eisen, Kalzium und Natriummangel. Wichtige Stoffe auch für das Immunsystem. Auch Fruchtsäfte. In jedem Hotel kriegst du ja fast rund um die Welt am Morgen einen relativ chemischen Orangensaft als Fruchtsaft. Und das reduziert die Hirnleistung und die Wasserbindung im Blut. Also du kriegst zum Beispiel schneller schwere Beine mit Fruchtsäften zum Frühstück. Ich weiß, das ist ernüchternd für einige. Wichtig ist, dass du das mal anhörst und schaust, was wäre die Alternative. Und dann ausprobierst und bei dir beobachtest. Also geh nicht zu früh in eine Wertung rein über das, was ich hier erzähle. Dann kommt das Mittagessen. Die meisten haben dann so Hunger, dass möglichst schnell verbrennbare Kohlenhydrate auf den Teller müssen. Und das ist zum Beispiel Pasta. Oder auch Alkohol sind Kohlenhydrate, die schnell zu verbrennen sind. Und man ist dann in dem Sinn im Notprogramm drin. Schon wenn man um 11 Uhr irgendwo eine Süßigkeit gebraucht hat, einen Riegel gebraucht hat, vielleicht eine, der sogar als sehr gesund angepriesen wird, das ist ein Notprogramm, dass die Magensäure zu wenig arbeitet und dass zu wenig Eiweiße auf dem Teller sind.
Früchte reduzieren, wenn es zu viel ist, die Resistenzkraft und auch die Drüsentätigkeit geht nach unten. Also die Früchte essen, das ist spannend zu sehen. Also die Libido geht auch etwas runter, wenn vor allem Früchte auf dem Teller kommen. Einschlafschwierigkeiten, das ist wahrscheinlich eine Frage. Ich mache die da mal runter. Die kommen dann hier beim Abendessen. Ah, muss ich dann auf die nächste Seite holen. Zuckersüßgetränke bei vielen auf dem täglichen Menüplan. Hier haben wir ein großes Problem für das Immunsystem, nämlich dass B1-Mangel, Vitamin B1-Mangel, dann die Übersäuerung der Zelle nicht mehr abbaut. Und eine übersäuerte Zelle zieht viel schneller Viren und Bakterien an. Die Abendessen, ich habe das mit der Einschlafschwierigkeiten gehört, ich komme später darauf zurück. Viele machen den Fehler dann, weil sie tagsüber zu wenig wertvolle Nahrung bekommen haben, dass sie dann am Abend quer durch den Kühlschrank sich essen. Und dann ist natürlich Fleisch, Käse relativ schnell mal auf dem Teller drauf. Eines der Probleme ist, dass das dann Verdauungsstörungen gibt. Fleisch und Käse können abends, also durch die Nacht, nicht mehr richtig verdaut werden. Ein Teil verfault und dieser Verfaulprozess macht Ammoniak, eine sehr starke Base. Die geht sehr gut durch die Darmschleimhaut hindurch und die Leber hat dann eine Nacht lang zu tun, dieses Ammoniak mit Hilfe von Vitamin B6 in Harnsäure umzubauen. Und als Harnsäure kann es dann entweder über die Niere ausgeschieden werden oder die Harnsäure geht in die Gelenke und dann kommen die Gelenkschmerzen. Also hier haben wir eines der Probleme beim Nachtessen, Fleisch und Käse. Wer Gelenkschmerzen hat, ich habe Knie gelesen am Anfang, als ich gefragt habe, das kann der Grund sein. Auch Joghurt und Quark sind auch Nahrungsmittel, die zum Teil nicht ganz verdaut werden und deshalb verfaulen. Gleichzeitig sagen auch die Chinesen, die verschleimen dann relativ schnell. Und zu den Pastas, die viele am Abend essen, ist zu sagen, wenn Gemüse fehlt, gehen die auf die Hüften oder auf die Rippen. Zu viel Kohlenhydrate mit zu wenig Gemüse lässt das Gewicht in die Höhe gehen. Gut, schauen wir mal, was die Alternative ist. Und das ist dann schon mal das Wichtigste für heute Abend. Zu schauen, wie können wir also diese Magensäure, können wir die stärken? Und das ist das Erste, ist salzig muss es sein. Es braucht ein salziges Frühstück. Dann gehören Eiweiße dazu. Und das kann man vegetarisch wie halt Carnivore machen. Es ist wichtig, dass wir Baustoffe haben. Du brauchst Baustoffe für den Körper. Gerade Menschen, die sehr filigran gebaut sind, dort ist manchmal zu wenig Eiweiß, zu wenig Baustoff vorhanden, dass dann eben alles relativ dünn wird. Also dann braucht es mehr Eiweiß auf dem Teller. Eiweiß sind auch Hülsenfrüchte. Man kann auch Linsen zum Frühstück nehmen als Vegetarier. Käse auf jeden Fall. Ei würde ich auch unbedingt nehmen. Und manchmal halt auch etwas Fisch ist sinnvoll, werden wir sehen, für die Lunge, die ja in diesen Zeiten ziemlich gebeutelt wird. Dann gehört Butter dazu. Es ist Langzeitenergie. Wenn du zu wenig Butter auf das Toast machst oder auf das Brot machst, dann sind die Kohlenhydrate zu schnell verbrannt und du hast zu früh wieder Hunger. Und Butter, Fette, gute, gesunde Fette machen bei den meisten Menschen kein Gewichtsproblem. Es sind die Kohlenhydrate, die das Gewichtsproblem haben. Ah ja, in Afrika hab ich das Fischfrühstück geliebt. Ja klar, super. Ein grünes Blatt gehört dazu. Da kommt jetzt etwas ganz Wichtiges. Zusammen mit etwas Zitronensaft für die Eisenaufnahme. Also auch wichtig für Vegetarier. Ein grünes Blatt Salat, also nicht einen ganzen Salatteller, sondern ein grünes Blatt Salat. Also das sollte nicht mehr als die Finger abdecken, also von der Größe her. Oder zwei Nüssli-Salate, wie wir in der Schweiz sagen, geht.
Und was ganz dankbar ist, ist ein 15 Sekunden Schwarztee. 15 Sekunden heißt, er ist nur 15 Sekunden gezogen, also richtig gelesen, nicht Minuten, sondern 15 Sekunden. Das ist kurz mal auf 15 gezählt und dann den Beutel wieder rauszunehmen. Dann hat er eine anregende Wirkung auf die Nebenniere. Machst du ihn langgezogen, dann hat er eine dämpfende Wirkung auf die Schilddrüse. Das wäre nicht gut, wenn wir langgezogenen Schwarztee haben, weil dann werden wir den Stoffwechsel einschlafen lassen oder der geht dann in die Regeneration, geht dann eher in den Parasympathikus, wäre nicht die Lösung. Am Morgen muss Anregung da sein. Anregend ist das Wichtige. Dann hast du beim Mittagessen eine Gretchenfrage. Wie viel Süßigkeiten isst du am Nachmittag? Wenn du ziemlich viel Süßigkeiten und Kohlenhydrate am Nachmittag brauchst, hast du zu wenig Eiweiße auf dem Teller. Dann brauchst du mehr Eiweiß. Hier kannst du das Fondue essen, hier kannst du das Raclette essen, hier kannst du das Steak in die Pfanne hauen oder hier kannst du auch Eiweiße über Hülsenfrüchte reinnehmen. Eiweiß braucht es, um den Körper aufzubauen. Und wenn er zu wenig Eiweiß bekommt, dann geht er in ein Notprogramm und macht immer Hunger auf Süßigkeiten. Und das zeichnet sich dann vor allem am Nachmittag ab, dass man dort dann an den Küchenschrank geht und schaut, was gibt es noch Süßes, das mir gerade mundet. Mittags braucht es Kohlenhydrate. Die sind beim Frühstück nicht einmal aufgelistet. Wer abnehmen will, kann die Kohlenhydrate zum Frühstück gerade ganz weglassen. Ein bisschen Butter sollte dann trotzdem dabei sein, zum Beispiel mit dem Rührei oder mit dem Spiegelei etc. Also wenn du abnehmen willst, lass die Kohlenhydrate zum Frühstück weg. Kohlenhydrate am Mittag brauchst du, damit du genügend Energie du bis zum Abendessen hast. Und sehr wertvolle Kohlenhydrate sind in dieser Zeit Kartoffeln. Ihr habt es gehört von den Lungenschwierigkeiten, die viele haben. Und einige von euch haben es auch aufgezeichnet vorhin. Und Kartoffeln hat einen wichtigen Stoff, Niacin, drin. Ist ganz wichtig für die Lungenschleimhaut. Deshalb haben unsere Großmütter, wenn es Husten gab, haben Härtöpfel, also geschwellte, gedämpfte Kartoffeln auf die Brust aufgelegt, weil das Niacin sogar über die Haut aufgenommen wird und die Schleimhaut fördert. Natürlich können das auch Getreide sein, es können Pastas auch sein hier, Hülsenfrüchte, Brot, am besten im Wechsel, nicht immer dasselbe. Zum Mittagessen macht Salat, Rohkost, vor allem beim warmen Wetter Sinn. Und dann haben wir Früchte als Dessert hier am passendsten. Dort gibt es am wenigsten Schwierigkeiten mit dem ganzen Stoffwechsel, wenn dort auch halt mal ein bisschen Zucker dabei ist. Dann kommt das Wesentliche, das Abendessen. Regenerierend. Gedämpftes Gemüse ist das Zentrale. Gedämpftes Gemüse. Salat hilft dir hier wenig. Salat wird bei den meisten, weil die Verdauungsleistung nicht mehr stark ist, wird der Salat in einen Gärprozess übergehen. Du hast dann eine leichte Alkoholvergiftung. Die Leber muss diese Fuselalkohole wieder abbauen, weil Alkohol geht sehr gut durch die Darmschleimhaut. Also Leute, die Salat essen und dann Winde erlassen, bei denen ist das ein Hinweis, dass das nicht sauber verdaut wird, der Salat, sondern dass er beginnt zu gären. Und je länger er dann, zum Beispiel über Nacht, im Darm ist, desto mehr Alkohol produziert er. Und das passiert eben bei gedämpftem Gemüse nicht. Ich zeige meinen Kursteilnehmern jeweils, wie man Gemüse dämpft ohne Wasser. Ein wichtiger Teil. Du schneidest das Gemüse so klein, dass es gerade mundgerecht ist, auf die Gabel passt. Du machst es in einen Topf mit einem guten Deckel. Du machst Salz darüber und dort darfst du ein bisschen großzügig sein mit dem Salz. Salz und Magnesium sind wichtig für das Immunsystem, dass die zusammenwirken. Und dann ein Fett drauf. Im Winter vor allem Butter.
Also die Butter ist ein sehr wertvolles Nahrungsmittel. Im Sommer, wenn es heiß wird, passt besser Olivenöl. Also es braucht das Gemüse, es braucht Salz und es braucht ein Fett. Und dann schließt du den Deckel und erwärmst langsam. Ich würde nur in die Mitte gehen. Also wenn dein Herd bis auf 9 geht, gehst du auf 5 am Anfang und reduzierst dann auf 4. Am Anfang empfiehlt es sich zwischendurch, den Topf zu nehmen und etwas zu schütteln, dass nicht immer dasselbe Gemüse unten ist. Das Salz holt die Feuchtigkeit aus dem Gemüse und in dieser Feuchtigkeit wird das Gemüse gedämpft. Das hat folgenden Vorteil. Hauptnahrung von den wichtigen Darmbakterien. Das ist der Grund, weshalb 80% des Immunsystems im Darm liegen, wenn du die guten Darmbakterien pflegst. Und die brauchen Zellulose aus dem Gemüse, um sich ernähren zu können. Alle B-Vitamine werden zum Beispiel im Dickdarm umgebaut und dann aufgenommen. Und dazu sind diese Darmbakterien von größter Wichtigkeit. Und du musst die guten pflegen. Wenn du das nicht tust, kommen andere rein. Eben zum Beispiel der Candida albicans, der relativ berühmt ist. Der verdrängt dann die guten Bakterien. Und du kannst das, dass du das Gemüse richtig dämpfst, kannst du dort Gegensteuer geben. Dass du die guten Bakterienstämme nährst mit der Zellulose. Die muss etwas eben schon weich gemacht werden, dass sie durch den Dünndarm kommt, darf aber nicht verkocht sein, sonst wird sie im Dünndarm bereits verdaut und dann hast du eine Unterernährung der guten Darmbakterien. Also das ist ein ganz wichtiger Teil für uns heute Abend, dass das gedämpfte Gemüse richtig gesetzt wird, dass das gemacht wird. Kohlenhydrate gehören dann dazu. Getreide, mal als erste Wahl, Hülsenfrüchte, zweite Wahl. Natürlich kannst du auch Pasta oder Brot dazu nehmen. Wenn du keine Lust mehr hast, groß zu kochen, kannst du auch mal einfach einen Rantensalat aus der Büchse oder aus dem Beutel nehmen und machst dir ein Butterbrot und dann hast du auch gedämpftes Gemüse und Kohlenhydrate. Das Fett gehört dazu. Also im Winter, wie gesagt, eher Rahm und Butter. Im Sommer eigentlich besser Öl. Vor allem, wenn du an der Hitze leidest, müsstest du Butter und Rahm reduzieren im Sommer und Öl hochfahren. Also, so, wenn du das schaffst, dich so zu ernähren, verändert sich etwas in deinem Körper. Du schaffst die Grundlage, dass dein Immunsystem wirklich auf Vordermann kommt. Das wäre eine Folie, wo du am besten mal ein Screenshot machst. Also diejenigen, die das verstanden haben, kurz auf den Fotoapparat klicken, dann hast du die Folie präsent. Die ist wichtig. Wann ist Joghurt okay? Mittags kein Problem. Das Birchenmüsli könnte man auch am Mittag nehmen. Joghurt hat einen kleinen Anteil Eiweiße mit drin und würde von dort her Eiweiß und Kohlenhydrate zum Mittagessen machen. Also das Birchenmüsli und das Fondue und das Raclette gehören nicht ins Nachtessen, sondern besser ins Mittagessen. Du kannst dasselbe essen, du stellst es nur um. Das ist das Wesentliche zu verstehen. Okay, dann können wir mal sehen, diejenigen, die nicht gut verdauen, das merkst du dadurch, dass du entweder Blähungen hast, dass dir das Essen schwer aufliegt oder dass du merkst, du hast nach einer Stunde immer noch irgendwo wie ein Kloß im Bauch, dann hast du zu wenig Magensäure bilden können. Und die kannst du anregen. Das erste Mal ist langes Kauen, verstärkt die Magensäure. Und dann gibt es Stoffe, die die Magensäure anregen. Vorab Salz. Vitamin D, also tierische Fette. Calcium und Vitamin D sind direkt miteinander verbunden, die interagieren sehr stark miteinander. Käse, im Hartkäse ist das sehr gut drin, aber auch im Ei. Dann ist Cystein,
ein wichtiger Stoff, um Cortison zu bilden. Das heißt, wenn du eine Entzündungskrankheit hast, müsstest du schauen, dass du Eier hochfährst, mittags und morgens. Dann ist Magensäure anregend, Polenta wäre für den Abend, aber eben auch Ei, morgens und mittags. Weil Tyrosin ist die Aminosäure, die es braucht, um Adrenalin herzustellen. Adrenalin braucht die Nebenniere, damit der ganze Körper gut versorgt wird. Bei Adrenalinmangel, also bei Tyrosinmangel, hast du Baustellen im Körper, die nicht mehr bedient werden. Die werden liegen gelassen. Das kann dann ein schmerzendes Gelenk sein, eine Hautstelle, die nicht mehr richtig verheilt, oder ständig wie wiederkehrende Symptome, auch Kopfweh zum Beispiel. Dann ist Magensäure anregend, tierisches Eiweiß. Dann ist Magensäure anregend, Röststoffe. Jedes Brot lässt sich toasten. Du brauchst kein Toastbrot zu kaufen, das ist sowieso nicht so hochwertig. Nimm lieber ein gutes Brot und röste das in deinem Toaster. Das ist Magensäure anregend. Schwarztee, 15 Sekunden gezogen, Magensäure anregend. Wenn du mal irgendwie ein bisschen schwer gegessen hast, lass dir, sei das im Restaurant oder bei Freunden, lass dir einen Schwarztee servieren, aber mach den Beutel selber rein und zähle auf diese 15 Sekunden. Das hilft dir, dass die Verdauung angeregt wird. Zitronensaft hilft immer, wenn du das zur Hand hast. Dann viele Gewürze, die wir schon von der Großmutter erkennen. Petersilie, wunderbar zum Magensäure anregen. Ist auch ein super Kraut für das Frühstücksei. Ingwer ist Magensäure anregend. Rosmarin, Bohnenkraut, Kümmel, Kalmuswurzel für die, die ein bisschen tiefer gehen wollen. Und Fencheltee ist Magensäure anregend. Zum Zitronensaft eine wichtige Ergänzung. Das ist das Vitamin C, das anregend ist. In der Zitrone ist Vitamin C nicht hitzebeständig. Bei 40 Grad geht Vitamin C in den Früchten kaputt. Also in den meisten. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Sanddorn oder Schlehe. Aber in den meisten Früchten ist Vitamin C nicht hitzebeständig. Wenn du deine Zitrone in den Tee machst, dann mag das geschmacklich spannend sein, aber Vitamin C hast du davon keines mehr. Deshalb mach den Zitronensaft im Frühstück über das Blatt Salat, damit es die Magensäure aktiviert. Und weil ich Ingwer liebe, habe ich ein Ingwerbild reingemacht. Du kannst auch auf einem halben Stück Ingwer rumkauen, um deine Magensäure anzuregen. Geht gut. Das wäre vielleicht eine Folie. Dort lohnt sich ein Screenshot. Vor allem für diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit der Verdauung. Und jetzt kommt das Wichtigste für das Immunsystem. Es gibt drei Stoffe, die sind vordringlich wichtig für das Immunsystem. Da war noch eine Frage: Ingwertee ohne Honig zum Frühstück. Ja, ist Honig kontraproduktiv, wenn es das Frühstück war? Und sonst kannst du es am Nachmittag ohne weiteres Ingwertee mit Honig nehmen. Aber versuch doch einfach Zucker am Frühstückstisch wegzulassen. Es kommt dir zugute, es kommt deinem Immunsystem zugute. Also die drei wichtigsten Stoffe des Immunsystems. Das erste, das ist so wichtig, Vitamin D. Tierische Fette, Ei, Hartkäse, Speck, Salami, Butter von der Nahrung her, aber an die Sonne. Also trotz Quarantäne, täglich an die Sonne und zwar ohne Sonnencreme. Wenn du einen Sonnenschutzfaktor über 12 hast, blockst du diejenigen UVB-Strahlungen ab, die in der Haut zusammen mit Cholesterin Vitamin D erzeugen würden. Also vergiss das mit dem Sonnenschutz. Geh lieber kurz an die Sonne und lass dieses Vitamin D sich bilden.
Und jetzt sind wir ja nicht am Meer, also du kannst dann immer noch, wenn es wieder mal mehr Ferien gibt, kannst du immer noch dann einen Sonnenschutz für mittags mitnehmen. Aber schau, dass du am Morgen wirklich Vitamin D aufbaust ohne Sonnenschutz. Das ist meine große Hoffnung, dass dann auch eben diese Wintergrippen und Corona-Geschichten sehr schnell weggehen, weil wir jetzt sehr viel Sonne haben. Nur wenn die Leute zu Hause bleiben, nützt das nichts. Weil unsere sauber isolierten Scheiben, die werden eben auch die UVB-Strahlung wegfiltrieren, sodass du nicht hinter der Scheibe ein Sonnenbad nehmen kannst, das dir Vitamin D produziert. Also wichtig ist, du musst raus, damit du Vitamin D produzieren kannst. Und jetzt kommt etwas, was spannend ist. Wir haben von Stoffen immer Gegenspieler, weil wenn jetzt der Arzt sagt, du hast zu wenig Vitamin D, also werden gerade irgendwie 100.000 Milligramm gespritzt, dann hast du ein Problem mit Vitamin A, Niacin und B2. Dann wird das eigentlich in den Mangel hineingedrückt. Und die spielen miteinander zusammen. Sie sind Gegenspieler, wie Tennisspieler. Es braucht beide Seiten. Aber wenn du jetzt etwas ganz stark in den Vordergrund machst, dann wirst du das andere zurückdrängen. Also jeden Morgen Joghurt und Früchte würde heißen, dass du in einen Vitamin D-Mangel kommst. Vitamin D muss am Morgen auf den Teller. Vitamin A, Niacin und B2 sind in erster Linie dann mittags und abends. Also eine wichtige Geschichte. Niacin ist nicht nur im Joghurt, sondern auch im Gemüse drin. Der zweite Stoff. Wenn du Vitamin D-Mangel hast du auch schon beim zweiten Stoff einen Mangel. Also Vitamin D braucht es, damit Zink wirksam wird. Und es ist spannend, diese Stoffe anzuschauen. Also Zink ist wie die Armee in deinem Körper. Vitamin D ist die Stadtmauer deiner Zellen. Und wenn du dir dieses Bild machst, ohne Vitamin D keine gute Stadtmauer. Du wirst überrannt, eben zum Beispiel von Viren. Wenn du kein Zink hast, hast du keine schlagkräftige Armee, die halt mal auch einem anderen eins über die Rübe schlagen kann. Es braucht also das, aber ohne Vitamin D kriegst du zu wenig Zink in den Körper. Wichtige Erkenntnis. Gerste hat sehr stark Vitamin C, Entschuldigung, Zink. Dann weiße Bohnen, Haferflocken. Dort ist sogar in den Birchenmüsli Zink noch sehr aktiv drin. Kann man nicht kaputt machen. Kürbiskerne haben Zink drin. Ich habe gerne Kürbiskerne. Ich kann jetzt nicht welche kauen, aber du darfst dich bedienen. Ich halte sie ein bisschen näher, dass das geht. Also nimm nur. Das wäre eine Möglichkeit, Kürbiskerne, Zink zu fördern. Ist ein wichtiger Teil. Gegenspiele von Zink ist Kupfer und Chrom. Wenn du jetzt viel Gemüse isst, immer nur Gemüse und viele Orangen nimmst, hast du ein Zinkproblem. Weil die müssen immer ausbalanciert sein. Das ist wichtig. Es ist ein Gleichgewichtssystem. Wann esse ich am besten Haferbrei? Nachmittags, und ich zeige dir dann wie. Da kommst du noch dazu, Silvia. Dann kommt der dritte Stoff. Also die bauen sich auf. Hast du jetzt ein Vitamin D oder ein Zinkmangel, hast du auch ein Pantothensäuremangel. Und das ist eines der großen Probleme jetzt bei dieser Corona-Problematik gewesen, in meinen Augen. Pantothensäure kriegst du über die Hülsenfrüchte. Also Linsen, weiße, grüne, rote, braune Bohnen, gelbe Erbsen, Kichererbsen. Das sind Hülsenfrüchte. Haferflocken hat Pantothensäure, allerdings nur, wenn du sie nicht über 40 Grad erwärmst. Also die Frage mit dem Haferbrei, der kocht meistens, dann ist die Pantothensäure bereits kaputt. Wenn du nur bis 40 Grad erwärmst, dann hast du die Pantothensäure noch in den Haferflocken drin. Linsen hat gut Pantothensäure, auch in den Kastanien.
gibt's, also es ist nicht gerade Maroni-Zeit zurzeit, aber das merkt man im Winter, wenn du irgendwie kalt hast, Maroni-Stand, das gibt Pantothensäure in den Körper. Wichtig, auch das hat Gegenspieler. Folsäure, Salat, Vitamin C, Fruchtsäfte, Niacin, Joghurt. Wenn du jetzt also viel Salat, Fruchtsäfte und Joghurt zu dir nimmst, geht Pantothensäure sowieso in den Mangel. Daneben braucht es D und Zink, dass Pantothensäure reinkommt. Und Pantothensäure ist einer der schwierigeren Stoffe, dass wir genug davon bekommen. Weil du hast jetzt noch zwei weitere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Genug Vitamin B6, das ist wieder mit den Hülsenfrüchten und dem Getreide drin. Und B12. Hast du B12-Mangel als Extremvegetarier, kriegst du relativ schnell einen Pantothensäuremangel. Dann lohnt sich B12 zu substituieren als Vegetarier. Das Wichtigste ist, das muss alles wie ausgeglichen sein. Das ist wie eine Beobachtungsgabe, die man schult. Ich weiß am Anfang, wenn du das erste Mal hörst jetzt, mag das alles kompliziert sein. Ich arbeite seit 2006 damit und ich finde es das Genialste, was ich je gelernt habe, weil ich meinen Körper ins Gleichgewicht bringen kann, weil ich anderen Menschen helfen kann, ins Gleichgewicht zu bekommen. Und ich denke, es ist möglich, mit diesem Wissen sogar Corona-Patienten ins Gleichgewicht zu bekommen. Ich werde bei der Lunge darauf zurückkommen. Ja, also, was macht Vitamin D? Darüber habe ich noch zu wenig gesprochen. Vitamin D erweitert in der Zellmembran. Wir halten jetzt da auf der Zellmembran die Lupe hin. Und dann sehen wir, dass die Zellmembran fettlöslich ist. Und wenn du Vitamin D reingibst, dann verbreiten sich diese Fettmoleküle und Erreger können nicht mehr eindringen. Das ist der Segen von Vitamin D. Und zur Erinnerung, eben das ist tierisches Fett, Salamispeck, Rohschinken, Wurst, Hartkäse, Ei, Butter. Oder wer vegetarisch oder vegan ist, müsste substituieren. Also müsste das am Morgen, wenn nicht wirklich Sonnentage sind, Vitamin D3 in den Körper reingeben. Da gibt es in der Schweiz von der Firma Wild gibt es ein Produkt. In Deutschland ist es Fresenius Kabi. Die haben ein Vitamin D. Und das sind 1 bis 2 Tropfen, die dann täglich am Morgen zu sich genommen werden. Okay, diese Seite kurz Screenshot, ich kriege einen Hinweis da, macht kurz einen Screenshot von dieser Seite, weil das ein wichtiger Zusammenhang ist. Für das Immunsystem sind die drei wichtigsten Stoffe und die Zusammenhänge. Und du wirst eben sehen hier, wenn du viel Salat, Früchte, Joghurt isst, dann hast du ein Problem mit diesen drei Stoffen. Dann ist dein Immunsystem auf ein Minimum runtergefahren. Und es braucht dieses Gleichgewicht. Wenn du viele Früchte, viel Joghurt isst, viel Salat isst, brauchst du Hülsenfrüchte, brauchst du eben auch Getreide wie Gerste, brauchst du auch tierische Fette wie Butter, damit das ausgewogen wird. Der erste Stoff des Immunsystems ist also die Stadtmauer. Du machst die Stadtmauer der Zelle besser, deshalb dieses Bild. Ohne Vitamin D kann sich die Zelle nicht schützen. Wenn du eine anziehende Erkältung hast, sofort Vitamin D hochfahren. Und ein Vitamin D-Produkt im Haushalt zu haben, ist sehr sinnvoll. Wenn zum Beispiel Halsweh aufkommt, sofort 10 bis 12 Tropfen von diesem ölhaltigen Vitamin D3-Produkt direkt in den Mund oder zuerst irgendwie auf die Haut tropfen und dann abschlecken. Also, das ist nur so wie als Kur, ganz kurz, 10 bis 12 Tropfen. Sonst ist eigentlich die tägliche Dosis 1 bis 2 Tropfen. Im Winter brauchst du eher 2. Im Sommer, wenn es dann viel Sonne gibt, kannst du ganz weglassen. Außer manchmal eben als Veganer könnte das ein Thema sein.
Jetzt geht es darum, Anfälligkeit zu vermeiden. Und ich möchte dir erklären, wie die Stadtmauer geöffnet wird. Hier siehst du, dass jetzt die Fettmoleküle dünner geworden sind. Und das ist Vitamin B2. Das macht das. Das öffnet die Zellen. Das hat zwei Auswirkungen. Die Erreger kommen gut rein. Allerdings auch der Sauerstoff kommt besser rein. Und jetzt weiß man, dass das, weil nachts die Atmung sich reduziert, nachts B2 sehr wichtig ist, dass nachts das wieder aufgeht, aber am Morgen tagsüber musst du die Stadtmauer schließen, damit die Erreger nicht reinkommen. Das gibt dann wie einen Atemprozess für die Zelle. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und Vitamin D, wie gesagt, die tierische Fette, B2 zum Beispiel Joghurt, aber auch über das Gemüse und die Früchte verfügbar. Und was hatte ich da noch? B2 am Morgen ist kontraproduktiv. Also Joghurt, Früchte, Gemüse, nicht zum Frühstück. Mach dir einen Screenshot, damit du das verstehst, wenn du es mir nicht glaubst. Weil du musst es dann ausprobieren und schauen, wie der Körper darauf reagiert. Dann kommt der Säureschutz. Deshalb ist Salz so wichtig. Als Säureschutz, das sind kleine Natriumpartikel, die sich jetzt außenrum an die Membran lagern. Diese Natriumpartikel machen, dass Kalium in der Zelle weniger schnell rauskommt. Kalium, Eiweiß und Glucose zusammen ist das Energietrio. Diese drei zusammen machen die Zellenergie, die dann für die Mitochondrien verfügbar wird. Hast du hier kein Natrium darum, geht Kalium viel schneller raus, ein Teil des Eiweiß geht auch raus und die Ermüdung der Zelle geschieht schneller. Das ist der Ablauf. Also, ohne Salz keine Verdauung, das ist wichtig. Für eine gute Mahlzeit zu verdauen, brauchst du 15 Gramm Salz. Ist deine Niere gut im Rezyklieren des Salz, ist das der Hauptteil dieses Salzes wieder aus dem Kreislauf herauszunehmen. Aber schwitzt du viel, brauchst du mehr Salz, weil dann hast du weniger Salz im Umlauf. Deshalb Salz zum Frühstück, eine wichtige Angelegenheit. Und dann der zweite Stoff für das Immunsystem ist Zink. Sehr gut in der Gerste. Ich meine, spannend, wenn man das Gerstenkorn anschaut. Das hat ja mehr oder weniger schon das Schwert in der Hand. Jedes Korn hat das Schwert in der Hand und kann sich wehren. Da kommen die Insekten nicht so schnell ran wie an ein Weizenkorn. Und wenn man Gerste nimmt, gibt es die Vollgerste oder Nacktgerste, wie sie jetzt hier genannt wird. Und die ist für die meisten sehr schwierig verdaubar. Ich würde dir empfehlen, Rollgerste zu nehmen. Je feiner gerollt, desto besser. Bei der Rollgerste hast du den Schutz, die Ummantelung nicht mehr dran, der sehr schwer verdaulich ist. Also geh lieber auf die Rollgerste, damit du dir nicht Darmschwierigkeiten machst. Zink hat es auch in Linsen, weißen Bohnen, Kürbiskern, Hafer, Rindfleisch. Wenn du das fotografieren willst, ein Screenshot. Das ist die Immunsystem, das ist die Schlagkraft. Also ohne Zink werden Erreger nicht abgetötet. Hey, wenn du einen Erreger drin hast, der darf sich nicht ausbreiten. Das ist das Problem bei den Viren. Also brauchst du Zink. Du brauchst eine schlagkräftige Armee, die diese Eindringlinge halt nicht nur zurückschlägt, sondern abtötet. Kurzum. Okay, ich glaube, das ist schon vorbei mit dem vorherigen Bild. Es gibt eine Aufzeichnung von diesem Vortrag. Man kann dann das alles sonst auch noch in Ruhe noch einmal anschauen. Der dritte Stoff ist Energieaufbau, Pantothensäure, Vitamin B5. Hülsenfrüchte. Wer mal gelernt hat, Hülsenfrüchte herzustellen, zu kochen, ist wunderbar. Grundregel, einweichen. Lieber 16 als nur 12 Stunden. Weil durch den Einweichprozess, und das ist Einweichen in kaltem Wasser, wird etwas in dieser Hülse umgebaut. Das ist so schwer verdaulich, dass du deine Darmbakterien angreifen würdest. Und durch das Einweichen machst du, dass deine Darmbakterien
nicht angegriffen werden, nicht vergiftet werden, sondern ernährt werden. Das ist das Wichtige. Pantothensäure ist wichtig für die Energiespeicherung in der Zelle. Wenn du öfters schnell müde wirst, hast du ein Pantothensäure-Problem. Dann hast du einfach zu wenig. Wenn du weinerlich bist, wenn du nicht mehr viel erträgst, wenn dich das überlastet jetzt mit dieser Angstpanik-Hysterie, die da wegen dem Coronavirus stattfindet, dann hast du ein Pantothensäure-Problem. Dann schau dir, wie du diese Pantothensäure in deinen Körper einbekommst. Haferflocken nachmittags um 16 Uhr, ideal, und zwar nur 40 Grad erhitzt. Also Silvia, das war deine Frage mit dem Haferbrei, 40 Grad nur erhitzen, ohne Säure, ohne saure Früchte drin. Ich zeige es dann noch, wie das Rezept geht. Kommt gleich. Hülsenfrüchte, wunderbar, als Pantothensäure-Lieferant. Bei den Linsen, die erträgt die Pantothensäure keine Stauhitze. Also wenn du die Linsen gekocht aus dem Warenhaus beziehst oder aus der Büchse beziehst, ist die Pantothensäure tot gemacht. Keine Wirkung mehr. Bei den Linsen auch einweichen und in einer offenen, großen Bratpfanne mit etwas Wasser fertig dünsten, dann hast du die Pantothensäure drin. Gelbe Erbsen, da ist die Pantothensäure stabiler, genauso wie bei den verschiedenen Bohnen. Und die Leute, die jetzt viel Halsweh haben, das war auch am Anfang gestanden, da gibt es einen spannenden Stoff, ist aus Deutschland, Jena Pharm ist eine Pharmaindustrie in Deutschland, Panthenol heißt das, 100 Milligramm, das sind Lutschtabletten. Pantothensäure wird über die Mundschleimhaut bereits aufgenommen, kannst du also wunderbar lutschen, um das reinzunehmen. Am besten auch nachmittags um 4 in etwa. Es ist der dritte Stoff des Immunsystems. Speichert Energie in der Zelle. Und wie gesagt, wenn du öfters müde bist, nichts mehr erträgst, wenn dir die Kinder auf dem Kopf rumtanzen, dann ist Zink und Pantothensäure garantiert. Zwei Stoffe, an die du denken solltest. Gut, schauen wir uns mal an, wie dieser Haferbrei aussieht. Es wird gewärmte Haferflocken genannt, weil es eben nicht gekocht wird. Du kannst eine halbe Tasse nehmen. Ich habe mir das heute gemacht, weil ich wusste, ich muss mich konzentrieren können. Mir hilft das auch, meine Konzentration zu halten. Ich habe dann genügend Zink und Pantothensäure getankt. Heute Nachmittag um 4 habe ich eine halbe Tasse Haferflocken genommen, habe Wasser und Rahm dazu gemischt, in einer kleinen Pfanne kurz erwärmt. 40 Grad kann man sehr gut ohne Thermometer mit dem Finger in der Pfanne rühren. Wenn es etwas wärmer ist als der Finger, sind wir dann auf 40 Grad. Nicht überhitzen. Es gehört eine Prise Salz dazu. Dann, dass es etwas besser schmeckt, kann man einen halben Teelöffel Kakaopulver dazu nehmen. Und entweder eine halbe Banane oder ein paar Sauerkirschen. Das ist dann so noch ein spezieller Trick, weil da genügend Kobalt drin ist und Kobalt die Niacinproduktion anregt. Musst du nicht behalten. Das sind Zusammenhänge, die für mich wichtig sind. Also, wichtig für Leute, die oft Halsschmerzen haben, Blasenschwäche haben, also Blasenentzündungen haben oder öfters Wasser lassen müssen, wichtig. Dann ist meistens nämlich auch das Gefäß kalt und die Füße kalt. Screenshot für die Leute, die das betrifft, ist eine gute Geschichte. Ja, ich mache noch ein bisschen länger als die Stunde, die wir da eingeschrieben haben. Ich denke, ich habe noch ein paar wichtige Sachen für euch. Und etwas, was zentral ist, ist, was Zucker macht. Zucker hemmt das Immunsystem. Wenn irgendeine Erkältung rum ist, wenn du ein Kratzen im Hals hast, wenn du etwa beginnst zu husten, Silvia fragt, ob das auch mit Hirseflocken, du kannst Hirseflocken dazu machen. Ich weiß nicht, wie stark die Pantothensäurewirkung bei Hirseflocken ist. Bei Hafer weiß ich, dass sie wirklich ideal ist. Also Zucker hat einige Nachteile.
Es gibt eine Blutzuckerentgleisung, also du hast dann eine Blutzuckerachterbahn und dadurch Konzentrationsmangel. Also du wirst zur Diva, wenn du viel Zucker isst. Gereiztheit ist dann die Folge. Du hast schneller Verdauungsstörungen, das Immunsystem geht in den Keller und das Gewicht nimmt dafür zu. Und alle Entzündungen nehmen mit Zucker zu. Also hast du schon einen leicht entzündeten Hals oder ein Husten oder jemand hat gesagt Heiserkeit. Also dann ist Zucker sicher das, wie du am schnellsten ins Bett gebracht wirst. Nein, mach das nicht. Lass den Zucker dann weg. Zucker hat ein Problem, dass es verschiedene Mangelzustände macht. B1. Die Zellen entsäuern dann nicht mehr. B2, zu wenig Sauerstoff in der Zelle. B6, zu wenig Reparaturprozesse im Körper. Pantothensäure, zu wenig Energiereserven. Magnesium, das ist dann mit der Regeneration, da komme ich nochmal drauf. Und Phosphor wird gebraucht, um Zucker zu verstoffwechseln. Phosphor wird aber auch gebraucht, um die Vitamine zu aktivieren. Wenn du Zucker nimmst, und Vitaminpräparate, kannst du die Vitaminpräparate direkt ins Klo gießen, weil der Phosphor wird vom Zucker aufgebraucht und dann kannst du das Vitaminprodukt, auch wenn es teuer war, kannst du nicht mehr in der Leber aktivieren. Das muss aktiviert werden mit Hilfe von Phosphor. Also lass dir deinen Phosphor nicht vom Zucker verbraten. Reduziert das Immunsystem um mindestens die Hälfte, bei mir ist es mehr, habe ich aus Erfahrung gemerkt. Ist Benzin aufs Feuer von jeder Entzündung, egal ob das Gelenkschmerzen sind, ob das Halsschmerzen sind, ob das Husten sind oder ob das entzündete Pickel sind. Zucker ist Feuer, ist Benzin aufs Feuer der Entzündung. Und immer wenn die Gesundheit geschwächt ist, sofort eine radikale Zuckerdiät einleiten. Das hat bei mir wirklich geholfen. Die Suppen, kommen wir nochmal. Ich habe das mir gemerkt. Wann ist die beste Zeit? Suppen. Also ein Teil, du kannst Suppen, zum Beispiel Hülsenfrüchte-Suppen, kannst du mittags und abends machen. Du kannst Gemüse reinmachen. Das geht auch mittags und abends. Stevia ist für viele eine Zuckerform, die Darmstörungen auslöst. Beobachte also deinen Darm, wenn du Stevia nimmst. Es ist nicht besser. Und in Bezug auf Diabetes haben wir nicht viel bessere Erfahrungen mit Stevia als mit Zucker. Leider sind auch Früchte und Fruchtsäfte Zucker. Es ist ein bisschen eine andere Mischform von Zucker. Und hier kommt das, was viele viel mal erstaunen mag. Du kannst mit Früchten, mit vielen Früchten kannst du deine Leber verfetten und deinen Körper verfetten. Wenn nämlich Magnesium fehlt, wirst du mit Früchten zunehmen. Coole Frage. Wo ist das Süße bei dieser Ernährung? Also, das kann sein, dass du Lust auf Süßes hast, weil du zu wenig Eiweiße hast. Also, wer viel Süßigkeiten nimmt, ist im Notprogramm. Und dann geht es darum, halt mal zuerst Eiweiße hochzuschrauben. Und das Süße ist, wie ich gesagt habe, zum Beispiel am Mittag zum Dessert, zur Nachspeise sehr gut möglich. Früchte kühlen den Körper. Also weshalb sie im Winter dann Fruchtsäfte so verkaufen, ist von mir aus gesehen sinnlos. Und wenn du dann noch drauf liest, reich an Vitamin C, mach dir bitte keine Illusionen. Der Pasteurisiervorgang macht das natürliche Vitamin C der Frucht kaputt. Vitamin C ist draußen. Was macht man? Man holt ein Produkt der Pharma und macht dann Vitamin C von der Pharma mit rein. Also reich an Vitamin C heißt reich an synthetischem Vitamin C. Vielen Früchten fehlt, weil sie unreif gepflückt wird, fehlt Vitamin C. Das Beste ist eine Frucht aus dem eigenen Garten, die reif ist. Das können sich die Großvertreiber nicht leisten. Die werden immer unreif gepflückt, kommen dann in Reifekammern. Vitamin C wird aber in der letzten Wachstumsphase aktiviert, weil es ein Zellschutz ist. Und dann hast du das natürliche Vitamin C nicht drin.
Deshalb bei diesen Südfrüchten, die du da hier siehst, mach dir nicht große Illusionen, außer bei der Zitrone und vielleicht noch etwas bei der Orange hast du nicht sehr viel Vitamin C drin, weil sie unreif gepflückt worden sind. Und zu den Säften habe ich es gesagt, pasteurisiert heißt, das ist kein natürliches Vitamin C dann mit mehr drin. Die Dosis ist entscheidend. Früchte finde ich cool. Aber am besten ist es, wenn man es mit etwas Salzigem kombiniert. Eine Käseplatte mit Früchten zusammen, wunderbare Kombination. Das kann zum Beispiel auch mal am Nachmittag oder zum Mittagessen sein. Dann, wenn wir schon beim Immunsystem sind, ist die Geschichte mit dem Fieber enorm wichtig. Im Fieber lernt der Körper, sich zu wehren. Wenn er die richtigen Stoffe hat, macht er das effizient. Wenn er zu wenig von diesen Stoffen hat, dann geht es länger. Und etwas, was wichtig ist, ist genügend Sauerstoff in den Zellen zu haben. Bei Fieber brauchst du in den Zellen Sauerstoff. Das heißt, Kupfer, Vitamin B2 und Lysin sind wichtig. Allein wenn du Kupfer mit Rote-Bete-Saft, also das in der Schweiz heißen die Randen, Rote-Bete-Saft, bereit haben, wenn ein Kind zum Beispiel Fieber hat, hin und wieder vielleicht eine Dörrpflaume, die hat einen guten B2, gute B2-Wirkung, oder auch Gemüsemais, wenn jemand kauen mag. Wer Fieber hat, sollte nicht unbedingt Fisch essen, das würde ich nicht empfehlen, das müsste vorher schon halt auch auf den Teller kommen. Buttermilch könnte eine Möglichkeit sein. Lysin, zu dem komme ich dann noch, wenn wir die Lunge betrachten. Fieberbildung. Wer kein Fieber bildet, wenn du krank bist und du bildest nicht wirklich Fieber, ist das nicht ein gutes Zeichen. Dann musst du Fieber bilden, mit dem du Mangan in den Körper einschleust und Vitamin B6. Also das kann dann noch sein, eben zum Beispiel ein Heidelbeersaft oder ein Kakao ungesüßt. Gelbe Erbsen könnte für das B6, B6 hat und Mangan hat es in den gelben Erbsen sehr gut drin. Also gelbe Erbsen ist ein sehr wichtiges Nahrungsmittel. Gute Hülsenfrüchte. Wenn jemand in einem Fieberkrampf, also um den Fieberkrampf zu vermeiden, braucht es immer mal wieder Salz. Deshalb ist die Bouillon so wichtig. Weil beim Schwitzen werden wir Natrium verlieren, dann haben wir mehr Kalium im Blut und dann muss das Natrium über die Bouillon wieder reinkommen. Also das hast du bestimmt als Kind von deiner Mutter bekommen. Das hat auch Sinn gemacht. Wenn Fieber halt schon da ist, kann es sein, dass etwas Magnesium in Form von einer Essiggurke sehr wertvoll ist. Oder noch stärker ein Essigwasser mit einem Magnesiumpräparat und von den Schüsslersalzen eine heiße 7. Diejenigen, die das kennen, wissen, was ich meine. Das ist also bei Fieberkrampf. Sind drei Dinge, die hier wichtig sind. Wir brauchen Sauerstoff in der Zelle. Das ist das Obere. Wir müssen Fieber entwickeln und nicht Fieber bekämpfen mit einem Medikament. Und dass es nicht in einen Fieberkrampf reinkommt, das ist, wenn zu viel Ammoniak im System ist, braucht es eben dann das Essigwasser oder die Essiggurken, die dann Ammoniak abbauen. Gleichzeitig muss Salz ins System kommen. Und man kann sich die Regel merken, bis 40 Grad Fieber nicht senken. Also das Fieber hochlassen. Man weiß heute, dass Leute, die immer mal wieder ein hohes Fieber gehabt haben, die sind viel weniger anfällig für Krebs. Also es lohnt sich, das durchzustehen. Die Screenshot von dieser Folie, die das noch wollen. Acerola ist ein guter Vitamin C-Produkt. Vitamin C am Anfang einer Erkältung ist ganz gut.
Aber dauerhaft genommen macht es die Schleimhäute trocken, weil dann Pantothensäure fehlt. Also du müsstest Acerola zum Beispiel am Morgen nehmen und am Nachmittag die gewärmten Haferflocken. Dann ist das Gleichgewicht wieder gewährt. Fieber ist ein Zellvernichtungsprogramm. Also deshalb, zusammenfassend, erst Fieber anregen. Mangan und B6 hilft. Gelbe Erbsen sind sehr gut für das. Heidelbeersaft mit Salz und Zitrone kann für Kinder ganz wichtig sein. Das ist wenig Salz, also das muss dann nicht rausgeschmeckt werden, aber es hilft, dass etwas Salz mit drin ist. Schwitzen fördern mit Kupfer und Vitamin B2. Randen und Dörrpflaumen mit Salz kann sehr wichtig sein. Sauerstoffsalat, den gebe ich euch dann noch als Abschlussdessert. Lindenblütentee ist schweißtreibend, was gut ist. Wer im Schüttelfrost gelandet ist, das ist ein Kreislaufzusammenbruch, was die wenigsten wissen. Da muss der Kreislauf stabilisiert werden. Wer Kaffee trinkt, einen sehr starken Espresso bei Schüttelfrost. Weil es ist ein Extremzustand für den Körper. Er verbratet zu schnell zu viel Energie, weil der Kreislauf getaucht ist. Wer kein Kaffee trinkt, ist ein 15 Sekunden Schwarztee auch möglich. Und man könnte für Kinder sogar eine Lakritz, wenn man das sieht, das ist jetzt eine italienische Lakritz, hilft auch bei Schüttelfrost. Dann ist wichtig, was geschieht bei Fieber. Der Körper erkennt Zellen, die er nicht mehr heilen kann und zerstört eigene Zellen. Das ist das, was dann zum Beispiel Schleimabsonderungen aus einer Schleimhaut gibt. Dieser klebrige Husten, das sind zerstörte eigene Zellen. Weil der Körper erkannt hat, dort kann er die Zelle nicht mehr heilen, dann schießt er sie ab. Das ist ein höchst biologisch interessantes Phänomen. Wenn du aber Zellen abschießt, wirst du viel Ammoniak im System haben. Deshalb ist Essig ein wichtiges Heilmittel in Fieberphasen. Zwischendurch ein Essigwasser zu nehmen. Und wenn du dann merkst, oh, nee, jetzt kriege ich das nicht runter, dann ist es zu viel. Also nicht zu viel nehmen, der Körper spürt. Auf jeden Fall kein Zucker und kein Eiweiß. Und man kann die Sauerstoffverwertung verbessern mit dem Schüsslersalz Nummer 3. Das kann viertelstündlich eingenommen werden. Hier, das wäre vielleicht eine spannende Folie, gleich um einen Screenshot zu machen. Als wichtiger Teil, was die Lunge braucht. Und ich denke, ich würde einige dieser Covid-Patienten schneller wieder auf die Beine kriegen als mit der Sauerstoffbeatmung. Das eine ist der Sauerstoffsalat, werden wir dann gleich noch kennenlernen. Und das andere ist, zu verstehen, was die Lunge braucht. Und vorab braucht sie mal Zink. Zink macht den Austausch zwischen CO2 und O2 in den Lungenbläschen schnell. Also du musst dann diese Schnelligkeit haben und Zink fördert das. Das kann dann mal auch sein, dass du zu Beginn einer Erkältung ein Zinkprodukt nimmst, damit das beschleunigt wird. Oder eben Gerste isst oder weiße Bohnen, Kürbiskerne, die gewärmten Haferflocken machst. Dann braucht sie Vitamin A für Feuchtigkeit. Wenn du trockenen Husten hast, ist zu wenig Vitamin A da. Dabei. Und das ist gedämpftes Gemüse und Jod. In der Schweiz ist Meersalz zu bevorzugen, dem Steinsalz, weil wir brauchen etwas Jod mit, damit die Leber die Provitamine, zum Beispiel das Carotin vom Gemüse mit Jod in aktives Vitamin A umbauen kann. Ohne Jod geht das nicht. Und weil wir keine Meerluft hier haben, brauchen wir Jod zum Beispiel aus dem Meersalz. Vitamin A hat es aber auch im Eigelb. Das kann wichtig sein. Wenn du also trockenen Husten hast, ein Eigelb ist gut, wirst du dann gleich sehen, wie das mit dem Sauerstoffsalat geht. Früher haben wir das mit Lebertran halt zugeführt. Vitamin A war nicht unbedingt köstlich, aber wertvoll.
Pantothensäure braucht es für die Energiespeicherung, also Linsen, Haferflocken, Hülsenfrüchte. Dann braucht die Lungenschleimhaut auch Niacin. Das sind eben die Kartoffeln, auch etwas Fisch, Weichkäse. Versuch das einmal, wenn du wie merkst, es reizt die Lungenschleimhaut. Etwas Weichkäse, einfach so. Oder vielleicht sogar einen rohen Champignon. Avocados könnte auch sein, dort würde ich etwas Vitamin, also der Zitronensaft drauf machen. Und dann braucht es Lysin für die Tiefenatmung. Und Lysin ist eine Aminosäure im Fisch, die kann nur 70 Grad ertragen. Also frittierter Fisch hat kaum mehr Lysin drin, das brauchbar ist. Fisch sorgfältig dämpfen, also nicht zu Tode braten, weil sonst das Lysin kaputt ist, das wichtig ist für die Lungen. Deshalb ist es im geräucherten Fisch besser verfügbar. Es ist auch in der Buttermilch. Und diejenigen, die das Privileg haben, noch einen Bauer in der Nähe, der nicht pasteurisierte Milch hat, dort haben wir dann auch noch Lysin drin. Pasteurisieren ist, soviel ich weiß, 80 Grad. Lysin geht kaputt. Ist nicht mehr in der pasteurisierten Milch drin. Ja, und jetzt kommt das, weshalb die Lunge bei diesen Geschichten so in Mitleidenschaft gezogen wird. Da hat ein Wissenschaftler herausgefunden, dass bei 60 Gigahertz der Sauerstoff 98% der Strahlung absorbiert und in Vibration versetzt wird. Und diese Vibration macht das Sauerstoff plötzlich zu einem Reizgas für die Lungenbläschen wird. Und gerade die Leute, die zu wenig Lysin und Niacin haben, die werden hier diesen Reiz, dieses rotierenden oder vibrierenden Sauerstoffmoleküls nicht gut aufnehmen können. Und deshalb ist es so wichtig, zu wissen, was die Lunge braucht und dass die Lunge gut drauf ist, auch rauszugehen, immer mal wieder wie atmen zu gehen. Und etwas, was wirklich, das ist ein wichtiger Teil, ein Sauerstoffsalat, das kann dir auch helfen, wenn du nicht nur zu wenig Sauerstoff in den Zellen hast, O2-Mangel, sondern auch wenn du Entzündungen hast, chronische Entzündungen, zum Beispiel in den Gelenken, reagieren sehr gut auf diesen Sauerstoffsalat. Hohe Ozonwerte im Sommer, wenn es dann wieder heiß wird, wichtiger Teil. Und es braucht 7 Zutaten. Mach dir einen Screenshot. 1 Esslöffel Randen, 1 Esslöffel Zuckermais, etwas grüner Salat, etwas Salz, 1/2 Teelöffel Zitronensaft, 1/2 Eigelb, 1 Teelöffel Maiskeimöl. Alles zusammen mischen und frisch verzehren. Direkt. Weil es das keine Oxidation dann gibt. Maiskeimöl kann relativ schnell oxidieren. Also das kannst du nicht lange zum Voraus machen. Das wird frisch zubereitet und dann gleich gegessen. Und lieber eine kleine Portion. Das können 2-3 Gaben sein. Das reicht dafür regelmäßig, wenn du die Sauerstoffverwertung in deinem Körper hochbringen willst. Und von dem her, was wir gesehen haben, dass sie ja die Sauerstoffbeatmungsgeräte wie überlastet hatten oder zumindest das so kommuniziert haben, ist es wichtig, dass du die Sauerstoffversorgung selbstständig halt in die Höhe bringst. Und, sind diese 7 Stoffe. Das kann man zum Beispiel bis 4-mal in der Woche vor dem Mittagessen. Das ist dann die 2-3 Gabeln sind schnell verdaut. Oder man nimmt es zwischendurch. Ich habe einen Spaziergang gemacht heute Nachmittag, habe dann ein bisschen irgendwie gemerkt, oh, ich habe ein bisschen kratzige Lunge. Dann habe ich mir einen solchen Sauerstoffsalat gemacht und ist dann weg. Ist wieder verschwunden. Wo bekommt man Maiskeimöl her? Aus der Drogerie. In der Schweiz ist es von Morga. Hier gibt es noch Vitaquell. Ich würde was Biologisches nehmen. Das ist das Eigelb roh? Ja, es ist roh. Und für diejenigen, die nicht ein halbes Eigelb im Kühlschrank rumliegen lassen wollen, gibt es eine leckere Alternative. Und das ist Eierlikör oder Eierkognak, aber nicht weitersagen. Es ist so gut, dass es
dich abhängig machen könnte, dass du so Freude hast an diesem Sauerstoffsalat. Ja, gut, dann komme ich zum Schluss. Muss schauen, wie ich den Schluss mache. Ja, ich habe euch für den Schluss etwas Spannendes für diejenigen, die am, ja, wenn sie die Nachrichten geschaut haben, doch merken irgendwie, ja, was sollen wir davon halten? Wie ist das jetzt mit der Weiterentwicklung? Wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Wie geht es irgendwo mit diesem Shutdown weiter etc.? Das kann das Nervensystem anspannen und Mangan hilft, die Nerven ruhig zu halten. Und einen ungesüßten Kakao am Abend vor den Zähneputzen wäre eine coole Sache. 1 bis 2 Teelöffel Kakaopulver, also ungesüßten, das gibt es. Etwas Salz, kochendes Wasser darüber, gut umrühren, weil das löst sich nicht so gut wie jetzt deine Ovomaltine oder was anderes. Deshalb musst du es gleich umrühren. Und dann kannst du es etwas abkühlen mit Rahm. Und das kannst du nach Belieben beifügen. Und diejenigen, die zum Beispiel um nach 3 Uhr erwachen, das kann sein, dass sie zu wenig Energie für die Leber haben und für das Gehirn nachts. Dort braucht es mehr Fett am Abend. Dann kann ruhig ein toller Gutschrahm dort in diesen Kakao reingebracht werden. Es beruhigt also die Nerven, den Darm und verbessert die B2-Aufnahme. Und meine Beobachtung ist, dass mein Körper in letzter Zeit viel mehr Vitamin B6 braucht. Wenn im Körper etwas umgebaut wird, braucht es viel mehr Vitamin B6. Das wäre das Getreide und die Hülsenfrüchte. Und offensichtlich, in Österreich spricht man von Süßrahm und Sauerrahm. Ich würde Süßrahm nehmen, aber es ist kein Zucker drin. Es ist ein verwirrender Begriff. Ich glaube, das heißt so, Süßrahm und Sauerrahm in Österreich. Also ich würde den Süßrahm nehmen, aber es ist kein Zucker drin. Nee, Milch ist nicht okay. Rahm. Du wirst nicht dick davon. Ja, gut. Jetzt, ich weiß, das war viel. Wer will, kann das Video dann noch anschauen, kann sich das zu Gemüte führen. Ich werde hoffentlich, wenn Shutdown schon lange Geschichte sein wird, im Herbst eine Ernährungstrilogie machen. Ich weiß von vielen Leuten, dass das Spaß macht, dass das das Leben verändert und die Gesundheit wirklich merklich verbessert. Also am Anfang erzählen mir alle die Symptome, die sie haben, und dann schauen wir, was am Schluss nach dem dritten Teil der Trilogie alles geschehen ist. Und ich freue mich jedes Mal, das zu hören. Das ist wirklich cool. Also, wenn du mehr wissen willst, wir kochen auch zusammen, weil gewisse Dinge halt auch wichtig sind, dass man sieht, wie man es zubereitet. Damit bleibt mir kurz und knapp, weil es wird ein Video automatisch ausstellen, bleibt mir kurz und knapp, dir guten Appetit zu wünschen. Und ich sag dir, glaub mir nichts, probiere es selber aus. Dann weißt du, ob es für dich was ist oder nicht. Also, ich wünsche dir wirklich in dieser Zeit, dass es dir gut geht. Deshalb habe ich diesen Abend gemacht. Und wenn du das noch einmal reflektierst und versuchst umzusetzen, was da alles drin ist, ich kann dir garantieren, es wird irgendwie wie etwas verändern in deinem Leben. Das wünsche ich dir und einen schönen Abend zusammen. Tschüss. Dankeschön, dass ihr dabei wart.